Anja Time. Buongiorno, da sind wir also wieder. Jetzt im Winter gelandet, in der Winterzeit. Die Sommerserie war dann doch etwas kurz, 4 Sessions, naja, ausbaufähig, aber immerhin. Und jetzt gehen wir aber in die Winterphase. Letzthin hatte ich ein längeres Gespräch mit einem Ministerialbeamten eines Bildungsministeriums. Und zwar haben wir uns ein paar Stunden sogar über Bildungspolitik unterhalten und uns ausgetauscht, so wie ich das sehe und so wie die das dort sehen und was sie planen und was sie vielleicht avisieren. Und ich habe so meine Thesen mal wieder so vorgetragen. Man kannte mich auch schon. Also wir sind schon im regen Austausch seit einigen Jahren. Ja, also wir haben uns ausgetauscht und ich habe da meinen Senf dazugegeben. Und am Schluss, relativ am Schluss, kam dann die Frage, wofür brauchst du denn eigentlich noch staatliche Hochschulen? Was wäre denn die Aufgabe idealerweise einer staatlichen Hochschule? Und daraufhin habe ich mal versucht, meine Sicht darzulegen. Zeige ich euch das mal auf. Ich versuche das mal. Alle Sketchnoter und Sketchnoterinnen da draußen, wenn ihr das besser hinbekommt, und das könnt ihr ganz sicher, weil ich bin alles andere als eine Sketchnoterin, dann freue ich mich, wenn ihr alternative Visualisierungen hier präsentiert. Und die können wir ja dann alle hier unten in die Kommentare reinhängen oder wo auch immer verteilt sammeln. Und ja, also ich fange mal an, das aufzuzeigen, weil es wird ansonsten zu kompliziert, wenn ich das abstrakt erkläre. So, und wenn wir Disruption auf das wissenschaftliche und staatliche Hochschulsystem anwenden wollen, dann gehen wir so vor, wie die Start-up-Lampen vorgehen würden. Wir unbundeln das Ganze. Wir schauen, was steckt in diesem Paket Hochschule denn eigentlich überhaupt drin. Schauen, wie wir einzelne Bereiche besser machen können, verbessern können, effizienter gestalten können, anders strukturieren können und so weiter. Dann schauen wir also mal, was zeichnet denn eine Hochschule aus. Wir haben also auf der einen Seite einen Forschungstrakt. Wissenschaftliche Forschung, absolut notwendig, muss verbessert werden, ist A und O unserer Gesellschaft. Das ist ganz wichtig, dass wir eine gut funktionierende Forschung haben mit guten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die auch beständig ausgebildet werden. Damit sind wir dann beim zweiten Aspekt, nämlich der Lehre. Das ist ein Bereich, wo halt der wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet wird, aber auch für andere Berufe vielfältig dort im Grunde das Fundament gelegt wird in unserer Wissensgesellschaft, in unserer globalen Netzwerkgesellschaft, damit wir hier überhaupt uns weiterentwickeln können. Das ist der Bereich Lehre. Dann haben wir einen dritten Aspekt, der ist auch ganz schön groß. Das ist nämlich die gesamte Verwaltung. Die Verwaltung einer deutschen Bürokratie, einer deutschen öffentlichen Institution ist immens. Es fließt unglaublich viel Geld da rein und sie sind alles andere als effizient ausgerichtet, aber das ist nicht unser zentrales Thema heute, weil wir wollen uns um diese Lehre kümmern. Wir wollen uns also um diesen Aspekt hier kümmern, die Lehre. Und die unterteilen wir, können wir wiederum unterteilen in den großen Bereich Ausbildung, natürlich irgendwie, also Grundlagen schaffen, damit Menschen strukturiert denken lernen und so weiter. Dann braucht es einen großen Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung, also all diese Forschungsergebnisse, die sich da auftun, dass man die übersetzt und in die Gesellschaft hineinträgt. Ganz wichtiger Aspekt, absolut ausbaufähig. Und der dritte Aspekt für die Lehre ist die Personalentwicklung, nämlich die eigenen Leute am Puls der Zeit zu halten, gegebenenfalls, wenn sie das dann überhaupt beherrschen und können. So, das wären also die drei Aspekte. Jetzt könnte man das immer weiter aufschlüsseln und dort schauen, wie man das besser gestalten kann, wie man die Lehre selbst verbessern kann, wie man sie effizienter gestalten kann, wie man den Lernenden, den Studierenden besseren Service anbieten kann, sie unterstützen kann in ihrem Studium, wie man die Lehrenden besser unterstützen kann, wie man die Verwaltung und so weiter. Also ist klar, worauf ich hinaus will, man kann es bis ins Kleinste hinein auseinandernehmen. Machen wir aber an dieser Stelle nicht. So, und jetzt schauen wir mal in Zeiten dieser digitalen Transformation, welche Bausteine brauchen wir denn unbedingt oder noch verbessert, um diese Transformation adäquat gestalten zu können, um die überhaupt irgendwie mitgestalten zu können, uns nicht so treiben zu lassen, wie wir bislang getrieben werden. Und da lasse ich mal die Verwaltung, wie gesagt, außen vor,
was ich, die Forschung ist auch klar, muss intensiviert werden, muss professionalisiert werden und zwar richtig. Also ich glaube, dass die wissenschaftliche Forschung noch Luft nach oben hat, was die Professionalisierung anbelangt. Auch da könnte man durchaus auf die Möglichkeiten der neuen Technologien setzen und dort noch verstärkt sich hineinbegeben. Man weiß, dass sie, also KI-Experten sagen, dass allein diese doch sehr von sich überzeugte DFKI ungefähr 5 Jahre hinterherhinkt hinter dem aktuellen Stand der Dinge. Also und da sieht man, und 5 Jahre in der KI-Forschung könnt ihr euch im exponentiellen Zeitalter ungefähr vorstellen. Exponentiell heißt, dass es so abgeht. Ne? Und wenn man in 5 Jahren erstmal hier ist, dann sind andere schon da oben. Also da ist noch viel zu tun, aber auch das ist jetzt nicht das Thema, sondern es ging um die staatlichen Hochschulen als Lehrkörper. Also wie nehmen wir diese ganze Gesellschaft mit? So, und jetzt haben wir ja dieses Phänomen, gerade in Deutschland legt man ja sehr viel Wert darauf, dass die Universitäten, die Fachhochschulen sind nochmal ein separater Strang, aber dass die Universitäten sich darauf kaprizieren oder sich so verstehen, dass sie Forschung und Lehre in eine Hand legen, damit die aktuellen Forschungsergebnisse direkt dann an die jeweils aktuellen Studierenden kommuniziert werden können, gelehrt werden können. Nun ist es aber so, dass dieser Forschungsfortschritt ja gar nicht so schnell ist in den meisten Fächern und insofern man ja schon dankbar wäre, wenn die älteren Sachen ein bisschen besser aufbereitet wären und wir da eine Professionalisierung in beiden Bereichen hätten. Also die Forschung professionalisieren und gleichzeitig die Lehre professionalisieren. Und das könnte man theoretisch auch anders gestalten in meinen Augen. Und zwar brauchen wir eine gute Wissenschaftskommunikation. Die Wissenschaftskommunikation in Deutschland ist sehr zurückhaltend. Das liegt an verschiedenen Punkten. Ich würde auch immer sagen, es ist auch ein bisschen so diese bornierte Arroganz, die auch in manchen verstaubten Amtsstuben herrscht, die da nicht so richtig mit der Zeit gehen und sich da auch hineinbegeben und das einfach auch zeitgemäß aufbereiten. Wir brauchen also in meinen Augen eine öffentlich geförderte Infrastruktur. Also wir brauchen die Forschung einerseits, logisch hatten wir gesagt, ne? Dann brauchen wir eine Wissenschaftskommunikation, die halt wirklich von niedrigschwellig bis zu wissenschaftlich in der Tiefe fundierte Erkenntnisse aufbereitet und zwar vielfältig aufbereitet. Und dann brauchen wir auch Kurse, natürlich. Wir brauchen auch Formen, den Zugang zu ermöglichen für Leute, die noch nicht so im Thema drinstecken. Das ist ja das, womit sich eigentlich die Hochschulpädagogik am meisten beschäftigt. Wie bereitet man sowas so auf, dass auch Menschen da mitkommen? Auch das könnte man in diesem Zeitalter vielfältiger gestalten als so one size fits all. Also mit anderen Worten, wir brauchen auch jede Menge Micro-Learning-Geschichten, Einheiten, vielfältig aufbereitet, unterhaltsam aufbereitet, ernsthaft aufbereitet, für jeden Geschmack etwas. Also da ist viel Potenzial. Da kann man mit Videos arbeiten, da kann man mit Podcasts arbeiten, da kann man mit Sketchnotes arbeiten, alles. Wir haben die ganze Palette, ihr kennt die da draußen, was da so alles rumschwirrt und da lässt sich vieles machen. Und genau in dieser Kommunikation hier sehe ich eigentlich die Herausforderung, was staatliche Hochschulen übernehmen müssten, nämlich das so aufzubereiten, dass möglichst alle Menschen, die ein Interesse haben an diesen Themen, sich auch da reinarbeiten können und dass das auch wirklich fundiert ist und dass das gut gemacht ist und attraktiv gemacht ist. So, und dabei sollte das natürlich, weil es öffentlich gefördert ist, auch offen zugänglich sein, eben kostenfrei für alle Menschen dort im Netz zur Verfügung stehen. Und zwar da, wo die Menschen eh schon sind und nicht sie wieder hinter irgendwelche Schranken locken, sondern es dort hinzubringen, wo die Menschen sich eh schon unterhalten. Das heißt, man muss auch die Scheu ablegen, in Facebook, in Twitter, in Instagram, in TikTok, wo auch immer, die Sachen einzubringen, einzuspielen und sich da als Netzwerkknoten auch zu betätigen, als wissenschaftlicher Netzwerkknoten. Also da mal ein bisschen von der Arroganz wegnehmen und sich halt mal auf die Menschheit zubewegen. Das wäre in meinen Augen dringend erforderlich für eine staatliche Hochschule, die den Anspruch hat, dass die Menschen, die Talente, die wir in der Gesellschaft haben, dass die auch urbar gemacht werden können, dass die Leute, die was bewegen wollen, die also eigentlich nichts dagegen hätten, sich da reinzuknien und zu sagen, ich habe da Bock drauf, ich möchte verstehen, wie diese Raketen da in die Luft fliegen oder ich möchte verstehen, im Kleinen, wie der Mikroorganismus funktioniert, die müssen dafür Inhalte haben, die müssen dafür qualitativ gut aufbereitete Inhalte haben. Also in meinen Augen ist das das zentrale Thema der staatlichen Hochschulen. So, und wenn diese ganzen
Inhalte dann in vielfältiger Form vorliegen und in diesem Netz schwirren und da natürlich auch sehr zusammenhanglos teilweise bereitgestellt werden und auch ergänzt werden von anderen, die vielleicht fachlich nicht so versiert sind, die vielleicht andere Interessen haben und so weiter. Also das ist im Grunde Wissenschaftskommunikation, ist keine One-Way-Kommunikation von oben nach unten, sondern das ist halt wirklich lebendig in diesem Netz, im Austausch, so wie es jetzt auch gerade die Klimaforscher machen. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Halt wirklich sich reinbegeben in den Diskurs, auch wenn man schon die Grenze ziehen muss zwischen Wissenschaft und Politik, aber sich schon inhaltlich fundiert damit einbringen. Jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt haben wir halt all diese ganzen Einheiten, die hier dann rumfliegen in allen verschiedenen Varianten. Und jetzt gibt es Leute, die können damit umgehen, die können, haben das gelernt oder sich beigebracht, wie man informell auf diese Sachen zugreifen kann und sich da durcharbeiten kann und sich da ein eigenes Bild machen kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die sich das nicht zutrauen, in ein neues Themenfeld sich so reinzubewegen. Es ist ja auch schwierig, wenn man von einem Thema erstmal grundlegend keine Ahnung hat. Das heißt, was wir brauchen, sind Curricula, die wissenschaftlich fundiert sind, möglichst offen und die auch möglichst vielfältig sind. Auch da wieder, nicht, dass es nur eine Meinung gibt, sondern dass wir da vielleicht auch verschiedene Curricula haben, verschiedene Zugänge zum selben Thema. Aber dann, und das ist halt das, was im Moment total fehlt, ist wirklich eine kollaborative Zusammenarbeit dieser ganzen wissenschaftlichen Einrichtungen, die auf ein Ziel gerichtet sein sollten, den Menschen wirklich den besten Nutzen zu bringen. Und der beste Nutzen wäre in dem Fall halt wirklich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse so aufzubereiten, dass diese Menschen ihre eigenen Talente nutzen können. Das ist die Aufgabe einer staatlichen Bildungspolitik in meinen Augen. So, wir brauchen also diese Curricula. Wir brauchen nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Hochschulen wir in der Zwischenzeit haben, 1000, wahrscheinlich noch mehr in der Zwischenzeit. Und wir brauchen nicht in jeder einzelnen Hochschule Mathematik 1, 2, 3 in Präsenz jedes Semester vorgetragen. Und dann gehen die Leute dann trotzdem auf YouTube, um sich dort dann die besser aufbereiteten Inhalte zu Gemüte zu führen, damit sie das überhaupt verstehen. Das heißt, wir müssen eigentlich das komplett neu denken, dieses Ganze, also auf einem systemischen Ebene neu denken und dann über diese Curricula, die natürlich dann auch regelmäßig aktualisiert werden müssen, je entsprechend der neuesten Forschungserkenntnisse, dann in kleinen Einheiten, also über diese kleinen wissenschaftskommunikativen Einheiten hinweg, die wiederum in eine Logik bringen, dass Menschen das vielleicht nachvollziehen können und auch wechselseitig angerechnet werden können, sodass, wenn ich hier diesen Kurs schon mal gemacht habe, dass hier natürlich dann eingerechnet wird. Wie gesagt, wir sind ja nicht so der Fan von Zertifikaten. Dann kann man sich hier einen kleinen Badge vielleicht erarbeiten und den sich in sein E-Portfolio hineinlegen, sodass man dokumentiert, ich habe diesen Parcours absolviert und mich mit dem Thema beschäftigt. So, das ist die eine Variante. Man kann aber auch informell sich da durcharbeiten und diese Badges sich einkassieren, was die Aufgabe der staatlichen Hochschulen wäre, weil das hier natürlich viel schneller ist, bis ein Curriculum korrigiert wurde, wissenschaftlich fundiert, vergeht seine Zeit. Also wenn man den Menschen zusteht, dass sie auch selber aus sich selber heraus sich weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir natürlich einen Lernen-zu-Lernen-Kurs. Und das ist im Grunde das zentrale Ding, was auch meines Erachtens die meisten Hochschullehrer lernen müssten. Also ein fundiertes Programm, im Übrigen das zweitbeliebteste Kursangebot auf Coursera im letzten Jahr. Lernen zu lernen, wie geht das überhaupt, wie mache ich das überhaupt? Das ist ein zentrales Propädeutikum, hätte man früher gesagt, also etwas, was wir alle lernen müssen. Wie geht das eigentlich, dass ich mich in diesem Netz bewege, in dieser Vielfalt von Informationen und mir das ein Meinungsbild schaffe, ein wissenschaftsfundiertes Meinungsbild zu einem Thema, das mich persönlich interessiert und wo ich denke, da habe ich Talente, da würde ich mich gerne mit einbringen, mit meinem Know-how, was ich mir so denke und wie ich da, weil ich da ein Interesse habe, mit einem Purpose, mit einem Sinn verbunden, da mich einzubringen. Das wäre eigentlich in meinen Augen die Aufgabe einer staatlichen Hochschule, also von niedrig bis wissenschaftlich in der Tiefe fundiert Menschen die Forschungsergebnisse zur Verfügung zu stellen, die weltweit derzeit aufkommen. Und das wirklich am Puls der Zeit und wegzukommen von dieser bornierten Arroganz, die wirklich in diesen Institutionen bis in die Tiefe hinein, die stecken knietief alle in dieser bornierten Arroganz. Da müssen wir sie rausholen und da müssen wir drumherum bauen und Alternativen aufbauen. Das war das. Ja, ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Macht's gut, alles Gute. Bis dahin, bye bye. Bye.